Im heutigen Video zeige ich euch eine günstige Lösung für die Top-Partien und natürlich auch anschließend die Packs, die wir dafür bekommen. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und wie gerade angesprochen, wir machen heute die Top-Partien und falls ihr mehr SBC-Lösungen haben wollt, smash auf jeden Fall mal den Like-Button, 300 Likes wären easy drin, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice von euch. Hier beginnen wir direkt mal mit Türkei-Island und zwar habe ich hier ein paar Erstbesitzer drinnen, aber ich habe natürlich auch darauf geachtet, dass ihr diese Teams 1:1 nachbauen könnt, sodass ihr da keine Probleme mit der Loyalität oder mit der Chemistry bekommt. Das heißt, ihr könnt diese Teams wirklich 1:1 so nachbauen und dann habt diese SPC eben abgeschlossen. Insgesamt bekommt man für diese Squad Building Challenge ein 25k Pack, finde ich ziemlich nice, und eine der Unter-Challenges beinhaltet auch ein 25k Set. Für diese SPC hier, für diese kleine, bekommen wir sogar auch ein Jumbo Premium Gold Set, das müsste ein 15k Set sein, und für diese SPC bekommt man nochmal ein 25k Set, auch sehr, sehr nice. Man muss hier, glaube ich, einen Schweizer und einen Portugiesen mit reinpacken. Genauso sieht es aus und das senden wir natürlich auch ab. Bekommen dafür eben dieses seltene Goldset. Und dann haben wir auch schon die letzte am Start, und zwar Niederlande gegen Schweden. Und da fehlt mir gerade ein Spieler. Sehr, sehr nice. Habe ich den jetzt verkauft? What the fuck? Where is he going? Ja, ich schaue einfach mal, ob ich den jetzt finde. Wir sehen uns gleich. Ja, Freunde, ich war so intelligent, dass ich den Spieler, den ich da hatte, in einer vorigen SBC auch schon drinnen hatte. Das heißt, der war jetzt schon eingelöst, der war jetzt schon abgeschickt. Das heißt, ich habe mir da jetzt einfach einen anderen geholt. Ja, macht nicht viel Unterschied. Es muss halt ein seltener sein auf dieser Position. Und ja, auch bei dieser SBC hier, bei dieser kleinen SBC braucht ihr auch keine Loyalität oder so. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie 10 Spiele machen, dass ihr das Ganze abschicken könnt. Und wir haben das Ganze jetzt abgeschlossen. Und dann bekommen wir natürlich jetzt auch noch insgesamt die Belohnungen für die Top-Partien. Das ist auf jeden Fall ein neues Logo. Das Ganze ist jetzt in grün hier. Und da bekommen wir ein Premium-Goldspieler-Set. Ich hoffe, das ist ein 25k-Set. Müsste aber, denke ich, so sein. Und insgesamt haben wir jetzt sogar 5 Packs am Start. Und wir beginnen einfach mal mit dem Silber-Set. Und das ist sogar ein richtig, richtig starkes Silber-Set. Das ist so wie ein 15k-Set, nur in Silber. Und da können echt kranke Karten dabei sein. What the fuck, Alter? Jetzt ist mein Licht hier umgekippt. Ja, die Aufnahme ist auf jeden Fall schon mal wieder mega professionell. Ja, ich schaue jetzt einfach mal, ob da der ein oder andere Spieler was wert ist. Übrigens, insgesamt hat mir die Squad-Building-Challenge-Top-Partien circa 25k gekostet. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und ihr seht schon, hier der zum Beispiel, 4300, der kostet, ja, das ist krass, der kostet sowas von, ja, so circa 4000 Münzen einfach mal. Das ist schon extrem nice und ich schaue jetzt einfach mal, wie viel diese Spieler im Endeffekt wert sind. Man bekommt für dieses Pack tatsächlich so circa 8000 Münzen, das sind echt richtig, richtig wertvolle Silberspieler dabei gewesen und deswegen, ja, wir packen das alles in den Verein, merken uns 8000 Münzen mit einem Silber-Set, also echt richtig, richtig stark. Ich würde sagen, wir öffnen das Elektrum-Spieler-Set als erstes. Also, wir merken uns, 8000 Münzen haben wir jetzt schon mal reinbekommen, 25.000 hat uns das Ganze circa gekostet. Hier bekommen wir eine Non-Rare-Karte, wir schauen aber trotzdem mal rein, vielleicht ist die doch was wert und ja, ich schaue einfach kurz mal rein, ja, ob da irgendein Spieler was wert ist. Und auch die Spieler aus diesen Packs sind so circa 5000 Münzen wert, also nochmal wirklich easy Coins, denn ihr müsst einfach bedenken, diese ganzen Silberspieler und so, die werden selten in Packs gezogen und die braucht man aber sehr, sehr häufig für SBCs und teilweise waren jetzt die Goldspieler auch einfach mal 1000 Münzen wert, also es ist schon richtig krass. Das heißt, wir haben jetzt im Moment 13.000 Münzen eingenommen und fehlen also noch 12.000 Münzen, die wir reinbekommen müssen, damit sich die SBC sozusagen gelohnt hat, ja. Und hier bekommen wir auf jeden Fall eine seltene Karte, come on, Stürmer bitte Jesus, oh. Ah, schade, es ist Suarez. Hat geile Werte, kostet aber leider nichts. Und auch in diesem Pack werde ich mir ausrechnen, was die Spieler da so wert sind. Das Pack hier ist ca. 5000 Münzen wert. Vent kostet 1000 Münzen, Drinkwater kostet auch an die 1000 Münzen. Und hier die ganzen Verträge, Heilungskarte, Chemistry Style und dann da hinten eben auch noch zwei Spieler. Also das Pack kostet auch ca. 5000 Münzen. Das heißt, wir stehen jetzt im Moment bei 18.000 Münzen. Uns fehlen also noch 7000 Münzen, dass sich das Ganze sozusagen lohnt und das wird sich safe ausgehen mit 2 25k Packs, die uns jetzt bevorstehen und es ist leider kein Leinwandspieler. Hätte ich mir doch erwartet, vielleicht aber dann im zweiten Pack. Also 7000 Münzen fehlen uns noch und das ist Guardado. Der hat jetzt eigentlich gar nicht mal so schlechte Werte, kostet aber glaube ich nicht viel. Ich werde wieder mal einfach mal nachschauen, was die Spieler in diesem Pack so wert sind. Die Spieler sind leider nicht so viel wert, aber wir haben ja auch noch hier zwei seltene Fitnesskarten, die beide so 1000 Münzen kosten. Hier zwei Positionswechselkarten, dann die Verträge. Also ich würde hier circa mit 5000 Münzen wieder rechnen. Das heißt, wir brauchen nur noch 2000 Münzen, um
ja, diese SPC wieder reinzubekommen, um sozusagen positiv aus dem Ganzen rauszugehen. Wir machen jetzt ein Nosepack. Komm, das ist das letzte Pack für heute. 25k-Set. Vielleicht nochmal ein Leinwandspieler zum Ende. Leider nicht. Ey, wir haben kein Packluck zurzeit. Wir haben leider wirklich kein Packluck. Vielleicht ja doch eine gute Karte. Es ist immerhin die Davi. Alter, die Frisur ist auch höher als ein Hochhaus. Ja, mit einem 80er Rating. Das heißt, wir brauchen aus diesem Pack ca. 2000 Münzen und die werden wir easy rausbekommen. Ich rechne mir das Ganze mal wieder aus. Ich habe unabsichtlich jetzt einen Spieler auf die Transferliste gepackt. Keine Ahnung, da habe ich mich jetzt komplett vertan. Aber auf jeden Fall kostet dieses Pack auch nochmal ca. 5000 Münzen. Das heißt, wir stehen im Endeffekt bei plus 3000 Münzen aus dieser SPC. Und ihr müsst halt bedenken, ich habe überhaupt kein Packluck gehabt. Also ich hatte jetzt wirklich keinen Spieler, der irgendwie mehr als 3000 Münzen oder so wert war. Und da ist halt die Wahrscheinlichkeit schon eigentlich ziemlich hoch, dass ihr da was Gutes bekommt. Und damit war es das jetzt eigentlich auch schon wieder mit den heutigen Top-Partien, mit der heutigen Squad-Building-Challenge-Lösung. Falls ihr mehr SPC-Lösungen sehen wollt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr neu seid, könnt ihr natürlich gerne auch ein Abo dalassen. Das ist auch immer sehr, sehr geil. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Habt immer High Hopes und ciao.